mal zu etwas Kleinerem. Und zwar geht es heute um die Noisy Cricket 2 und den Bugatti von Stuttgart. Des Weiteren geht es heute mal um ein Liquid. Wie heißt es? Frosty Shakes. Erdbeermilchshake soll es sein. Was es tatsächlich ist, werde ich mich da gleich zu äußern. Jetzt bekommt ihr erstmal in der Detailansicht, worum es heute genau geht. Und zwar, wie gesagt, die Noisy Cricket 2, den Bugatti von Stuttgart, dieses tolle Frosty Shakes Liquid. Des Weiteren meine wohlwollende Cotton Bacon und die Samsung R25er Akkus. Ihr seht das jetzt gleich in den Bildern eingeblendet und bis gleich. Zieht sich auf 0,35 Ohm und schmeckt ganz gut. Also jetzt abgesehen von dem Liquid, aber die Wirkung an sich ist echt gut. Der Bugatti. Was soll man dazu sagen? Aus dem Hause Stuttgart. Single-Coil-Verdampfer, Top-Coiler, also eigentlich alles, was ich mag. Dennoch muss ich sagen, finde ich persönlich keine 149 Euro wert. Der Verdampfer ist alltagstauglich, gar keine Frage. Allerdings finde ich persönlich wieder, ich habe es jetzt hier ebenfalls wieder mit Meshdochsen zur Liquidförderung gemacht. Statt mit Edelstahl, und mit Edelstahl finde ich, kommt der gar nicht mal so gut. Die Befüllung, die ist ähnlich wie beim Corona V8. Ja, also kein Befüllventil, einfach nur ein Loch reingebohrt und das war es dann schon. Und ja, wie gesagt, man kann es machen. Aber es gibt bessere Verdampfer für weniger Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Verdampfer an sich ist wirklich okay, gar keine Frage, aber nicht für 149 Euro. Kommen wir jetzt zu der Noisy Cricket 2. Wie ihr in den Bildern vorhin gesehen habt, habe ich sie einmal auseinandergebaut, also sprich den Akkudeckel abgemacht. Und das Schöne an dieser Noisy Cricket 2 ist halt, man kann sie sowohl seriell als auch parallel schalten. Finde ich sehr, sehr gut gelöst. Die Box ist handlich, die Box ist klein und sie tut, was es soll. Man drückt drauf, sie feuert sofort, es wird nichts heiß. Man kann seine Voltzahlen selbst eindrehen diesmal, nicht wie bei der Noisy Cricket 1. Und sie ist besser verarbeitet, finde ich. Ich habe jetzt die 25mm Version und ja, die Cricket an sich, die ist echt top. Muss ich ganz ehrlich sagen, die ist stabil. Komplett Edelstahl und sie lässt keine Wünsche. Kommen wir des Weiteren, was habe ich gesagt, zu den Akkus. Beim mechanischen Dampfen, so wie es jetzt hier der Fall ist, nutze ich hauptsächlich seit kurzem, aber auch erst, weil ich den Tipp bekommen habe, die Samsung R25. Weil das sind Akkus, die können auf kurzer Distanz, sage ich jetzt mal, beziehungsweise im Sekundentakt, bis zu 100 Ampere ab. Das schaffen die Sony Konion VTC 5A und die VTC 6 auch nicht. Das schaffen die einfach nicht. Ich habe sie vorher immer genutzt. Ich benutze sie auch weiterhin fürs geregelte Dampfen. Und ich benutze auch die LG HG2. Die sind auch ganz in Ordnung. Aber hauptsächlich mittlerweile, wie gesagt, die Samsung R25. Ja, dann habe ich heute noch ein bisschen Post bekommen. Aus den Fernosten, weil ich mir mal dachte, für den Preis konnte man nicht widerstehen. Und zwar habe ich hier bekommen 10 Coils, sollen sein Super Alien. Ja, aber wenn ich da reingucke, stelle ich ganz schnell fest, das sind gar keine Super Alien, das sind Mini Braided. Finde ich auch ganz witzig. Aber wie gesagt, für die paar Euros gar nicht mal so verkehrt. Des Weiteren habe ich bekommen, auch aus dem China-Land. Clapton Braided, so heißen sie. Also da sollen 3 Kerne Clapton drin sein und das Ganze soll gebraided sein. Werde ich morgen mal verbauen und
und zwar in welchem Verdampfer, welchen nehmen wir? Ich würde sagen einen Tröpfler. Und zwar nehmen wir, sagt mal was, den Venus. Den werden wir morgen wickeln mit den Super Aliens. Oder da sind auf jeden Fall drei Kerne drin und das Ganze ist gebraided. Wir werden auf jeden Fall das morgen mal testen. Und die etwas größeren Braideds, die werde ich mir schön wahrscheinlich Extreme oder in den Titan reinbauen. Mal gucken, wonach es euch da gelüstet. Die Airflow, die ist wirklich gut. Also die gefällt mir echt gut, aber wie gesagt, der Rest lassen wir es mal so stehen, wie es vorhergesagt wurde von mir. Dann ist es auch gut. Für heute, wie gesagt, also, Alter, was mache ich denn?